Alter, voll die Irrwege hier. Oh, Red Zombie. Alter, gibt der mir hart aufs Maul, ey. Kann aber nicht wahr sein. Oh, Alter, der ist echt hart gewesen, der Kerl. Krass. Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Hexit. In der letzten Folge bin ich hier in diesen Turm reingesprungen und habe dann entdeckt, dass hier unten noch so ein Abgang ist, oder so eine Treppe nach unten. Und das ist natürlich ein Dungeon, deshalb werde ich jetzt hier mal reinlaufen gerade und leuchte direkt auch vor euch aus. Und werde das hier mit euch jetzt heute erkunden, gucken, was uns hier wieder alles erwarten wird. Ich hoffe ja mal wieder auf Hexalessenzen, aber wie ich mein Glück kenne, werde ich einfach kein Glück haben mit... What the fuck? Ah, okay, ja. Gut. Das war natürlich gut. Das ist einfach ein Spawner, ne? Ist auch geil. Leuchten wir ihn aus. Leuchten wir ihn aus. Leuchten wir einfach alles aus. So, was haben wir denn hier oben? Alles schon ausleuchten, bevor ich hier kämpfe. Denn sonst seht ihr nichts. Weiß nicht, wieso ich das auch immer wieder erwähne. Ihr wisst es ja mittlerweile. Stirb, du Sau! Ach komm, ich hau den weg. Scheiß auf den Spawner, hauen wir ihn weg. Hallo, du Drecksau. So, das ist natürlich Standard hier. Diese kleine Höhle immer. Ist irgendwie wirklich Standard, so ein bisschen. So, guck mal hier. Ich mache euch Licht. Guck mal, da kommt das Licht auf einmal. Oh, auf einmal steht hier hinter mir. Oh nein, hat sich das Zombie, das Skelett gerade bestimmt gedacht. Oh nein, wo kam der denn auf einmal hinter mir her? So. Okay, hier haben wir dann nur Workbenches und Furnaces, in denen... Oh, da ist Kohle drin. Cool, nehmen wir sie mit. Kohle können wir ja gebrauchen, wir haben gerade nicht so viel davon. Daher nehmen wir die mal gerade mit, so ein bisschen. Hier ist drinne. Ist auch nichts drin. Okay, gut. Diese scheiß Türen, ne? Wenn auch nicht gesetzt. Irgendwie von dem Editor hier... So, jetzt haben wir mal Türen eingebaut hier. Kann ja nicht sein. Oder geht einfach durch die Türen, kommt aufs Maul. Ich glaube, es hackt. Stück du Sau. So. Machen wir mal hier gerade ein bisschen Licht. Und nehmen wir ein weiteres Backpack mit. Sehr schön. Wenn es bald so weitergeht, habe ich bald nur noch Backpacks dabei. Muss irgendwie ein Item looten und das dann ins Backpack packen. Wenn das so weitergeht. So. Sehr gut. Wieder ein Spawner, den haben wir weg. Wenn die scheiß Spinne mich nicht anhauen würde. Alles gut. Schönes Skelett. Halt noch nicht so viel aus, die Skelette. Die kippen direkt um, wenn du die einmal kaputt haust. Oh, ich hab keine Hose mehr an. Ich muss mal, glaube ich, eine Hose gerade craften. Oder ich nehme einfach die Diamond Leggings hier. Das kann ich natürlich auch machen. Ist natürlich auch eine Idee. So, es wäre natürlich jetzt auch richtig cool, wenn ich den Raum finden würde mit den Bücherregalen und da eben den Boss klatschen könnte, der wahrscheinlich dahinter ist, tippe ich mal. Ich habe bis jetzt immer das Glück gehabt, dass der dahinter war. Wobei, nee, das ist, glaube ich, Ende, ne? Jetzt machen wir den hier gerade weg, kurz gucken. Ja, hier ist Ende. Okay, gut. Mal diesmal nicht so Glück gehabt. Vielleicht ist der ja hier hinter. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Nein, hier. Hier ist er nicht drin. Nein, hier ist Ende. Oh, hier bin ich. Ja, toll. Sehr gut. Da ist zumindest dein Ende. Creeper! Der Wichser. Hat direkt meine Dinge kaputt gemacht. Meine Torch. Du Sau, meine arme Fackel. Die hat ja nichts getan. Stopp. So. Okay, gucken wir mal. Wahrscheinlich ist hier auch Ende. Ja, das Ende war, glaube ich zumindest. Da müsste Ende sein. Egal. Gehen wir hier runter. Leuchten hier noch ein bisschen aus. Da! Das gibt's nicht. Da haut der mir direkt ein Glas in die Fresse. Du Penner! Man wirft nicht mit Gläsern auf jemanden. Oh, ein Rare Zombie. Ein unsichtbares Rare Zombie. Lol. Ich hab Angst. Okay. Nee, hier ist nix. Auch nicht. Warte mal. Mist, keine Kohle drin. So ein Mist. Das muss ich gerade mal ganz kurz hier wegpacken. Ganzen Schnodder, den ich wieder dabei habe. Ja, passt. Gut. Blöden Steine.
Ach komm, ich behalte die mal, falls ich die brauche. Ich brauche gerade irgendwie Material zum Hinsetzen. Also ihr seht gerade nicht, es tut mir äußerst leid. Aber wir lösen das jetzt hier. Hey, was ist denn hier? Warte mal. Ist denn das hier vielleicht der Boss oder so ist? Oh nein! Verflucht! Oh! Ein Raskelett! So, du Ratte! Wow, die sind aber schnell kaputt gegangen gerade. Okay, warte mal. Erstmal kurz hier oben nachgucken, aber ich glaube, hier ist wahrscheinlich nichts. Boah, Alter, der hat das ganze Glas weggesprengt, die Sau. Unglaublich. Mal gerade. Kurz hier den. Wo ist denn? Muss der Necromancer sein? Hier war doch gerade Necromancer am Stehen. Bin ich denn blind gewesen? Mal hier noch. Erstmal was hinsetzen. Sterbt. Sterbt auch. So, perfekt. Ah, eine Truhe. Sehr gut. Die brauche ich mal gerade. So ist gut. Voll der doof. Trottel. So. Ja, reicht. Ist okay soweit. Warte mal gerade. Nee. Nee. Hm. Ach, die hält noch aus. Zwei, drei Schläge hält sie noch aus, die Hose, die ich anhabe. Dann ist sie auch hinüber. Mach's gut. Hier sind wieder die kleinen Fallen. Das ist aber unvorteilhaft hier, ne? Hallo? Geht doch. War klar. So shit. Ach cool, ich ertrinke. Das ist aber schon fies, ne? Muss man mal sagen. Das ist schon wirklich fies. So, das heißt, mal was anders. Geh mal so hier durch. Hallo? Mal so hier durch. Und so. Ist doch perfekt. Ach, guck mal hier, die Fackeln sind gesetzt, aber die leuchten nicht. Guck mal gerade, ich weiß, ihr seht gerade nichts, tut mir leid. Hau nur gerade hier kurz die Skelette hier weg. Und dann setze ich die Fackeln einfach hier. Hier komischerweise irgendwie liegen, aber nichts ausleuchten. So, warte. Inventar, ich weiß, es ist ein Inventar. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, siehst du, sehr gut. Und jetzt muss ich mal gerade nachgucken, habe ich denn noch Fackeln? Hab ich noch Fackeln? Nein, habe ich keine mehr. Gut, dann bauen wir uns welche. Ich habe ja noch, glaube ich, ein bisschen Holz, glaube ich, noch dabei, wenn ich Glück habe. Jetzt habe ich echt ein Problem jetzt. Da Holz reingetan? Natürlich nicht! Ja, dann haben wir gerade Pech gehabt. Da müssen wir leider ganz kurz hier ohne auskommen. Jetzt seht ihr nämlich leider gerade gar nichts. Aber hier ist sowieso gerade nichts. Hier sind nur leere Räume. Einfach mal gar nichts drin ist. Da habe ich hier gerade eine Treppe runter. Da vorne seht ihr wieder Licht. Das ist gut. Laufe ich mal gerade einfach mal hin. Okay. Hier war ich scheinbar noch nicht. Warte mal, was ist denn hier? Das ist so eine Art Tresor hier. Kann das sein? Warte mal, ich nehme mal gerade die Fackel hier einfach mit. Das war nicht gut. Das war nichts gut. Das war denn nichts gut. Und da wären die Pistons gewesen. Macht euch mal weg, ihr Säcke. Necromancer! You wanna be a fight? You wanna be a fight? You
wanna be fucked. Schenkt mir hart ein, der Kerl, aber ich habe ihn besiegt. Sogar die kleine Fledermaus habe ich kalt gemacht. Ah, Holz. Warte mal. Ah, es sind nur Half-Slabs. Ich kriege zu viel. Ah, hier ist richtiges Holz. Mal gerade. Kurz hier hochbauen. Brauche mal gerade ganz kurz ein bisschen Holz hier. Ja, ich weiß, ihr seht nichts. Ich weiß. Wie gesagt, mal ganz kurz ein bisschen Holz machen hier, damit ich mir Sticks bauen kann. So, alles klar. Zack, zack. Ein paar Sticks hier. So, haben wir noch genau, nämlich genauso viel übrig für eine Workbench. So, das machen wir gerade ganz kurz weg. Tack und tack und nein und tack. Nein, gerade ein paar Torches. Weg damit und weg damit. So, jetzt können wir mich wieder anständig ausleuchten hier. So, was haben wir denn hier? Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 oder sogar Tor 4. Aha, was soll denn hier sein? Keine Ahnung, wofür die da sind. Ich jump da jetzt einfach mal hoch. Dann werde ich es herausfinden. Gucken. Wofür soll das sein? Was aktiviert das denn hier? Was aktiviert das denn hier? Ich habe keine Ahnung, was das soll, ne? Okay, hier wäre ja auch nichts gewesen, glaube ich. Was ist denn hier? Ist einfach nur ein Gang? Nee. Ich bin mich gerade so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Ich habe ja quasi alles erkundet. Hier könnte ich noch hin. Aber hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Was haben wir hier noch? Eine Fledermaus. Aber hier war auch nichts. Ich glaube, ich habe es quasi erkundet. Durch die Räume sind wir eben gelaufen. Die habt ihr eben gar nicht gesehen. Hier war die gesagte Treppe. Ich glaube, hier ging es auch wieder raus, ne? Suche immer noch den Raum. Ich suche immer noch den Raum, wo man hinkommt, ne? Diesen Bücherraum. Denn den muss es ja eigentlich geben. Necromancer habe ich ja schon platt gemacht, einen. Deshalb wundere ich mich halt gerade. Irgendwo muss ja was sein. Was haben wir denn hier? Schauen wir uns mal hier gerade durch, wobei ich merke gerade natürlich auch wieder. Meine Backpacks sind voll. Da müssen wir gerade hier kurz mal einräumen. Warte mal. Was können wir denn da wegschmeißen von dem Zeug? Das können wir zum Beispiel wegschmeißen. Da kann der Knochen für rein. Sonst der Scheiß kann weg. Dafür können die Knochen rein. Noch irgendwas, was wir wegtun können. Ja, das Bild, das kann auch weg. Dann ist der quasi voll. Dann machen wir mit dem blauen weiter. Ich mache mit den Signalfarben, fange ich erstmal an hier. Das kann weg, das kann weg. Das nehme ich auch mal gerade mit, vorsichtshalber. Ihr seid ja eigentlich allen nach unten gerutscht, das würde ich mal gerne wissen. Gut, okay. Dann haben wir hier ja quasi alles. Nehme das mal gerade weg. So, ich bin jetzt mir zu doof. Ich baue mich jetzt einfach hier rüber. Bin zu doof, da wieder unten da durchzuspringen. Ja, ich würde sagen, dann habe ich es quasi erkundet hier. Dann bin ich ja quasi durch. Weil ich weiß nicht, wo es sonst hin soll. Hier ist auch nichts, glaube ich. Ja, hier ist nur der Raum. Hier hinten ist, glaube ich, auch wieder Ende. Was ist denn hier? Guck mal hier. Hier ist... Nein. Auch einfach nur Ende, oder?
jetzt auch einfach nur Ende. Hier kann man auch nichts mehr machen. Da ist eine blöde Truhe nur. Hier sind nur ein paar Workbenches. Wenn ich mir mal eine einpacke. Packen wir uns mal eine Workbench ein. Ja, und hier ist auch nichts. Das heißt, ich bin quasi durch. Ich habe nicht, ich kann nichts mehr finden. Da ist nichts mehr. Gucken wir nochmal, wenn wir hier oben gerade sind. Gucken wir nochmal hier. Da haben wir schon geguckt. Hier ist nur wieder der Eingang. Quasi der Eingang. Ah, okay. Ja, hier bin ich. Das heißt, hier war der... Hier bin ich reingekommen. Das war hier. Nochmal gerade. Wenn wir da hochspringen. Achso, hier war ich. Dann ist es hier. Okay. Ja, okay. Das heißt, ich bin durch. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Ist dann quasi Ausschande. Ja gut, dann habe ich halt leider den Raum entweder nicht gefunden oder ich weiß nicht, was los war. Jedenfalls habe ich da nichts gefunden soweit. Oh, ups. Sekunde, der ist ein bisschen komisch gebaut hier, dieser Turm. So, okay. Ah, da ist noch einer. Gucken wir da auch gleich mal rein. Ja, dann war es das hier an der Stelle für den Turm auf jeden Fall. Der ist clear. Er hat da nichts Anständiges gefunden. So, dann würde ich sagen, den Scheiß. Da, guck mal, ist eine schöne Pressure Plate, sehr schön, ne? So, den ganzen Kacke eben noch rein, was wir hier nicht brauchen. So, okay. Wie viele Rohstoffe hier, oh, da sind Diamanten. Wie viele Rohstoffe hier außerhalb der Minen sind, ey, das ist manchmal so der Hammer. Besonders hier natürlich die Diamanten mal wieder. Oh, ist noch einer. So, ist natürlich nur Diamanterz. Egal, das mache ich nachher zu Hause mit der Fortun-Spitzhacke. Da scheiße ich jetzt gerade drauf. Dann gehen wir mal in den Turm da vorne, gucken, was der uns bringt. Ob da unten wieder darunter wieder ein Dungeon ist, weiß ich halt nicht. Aber wir schauen einfach mal gerade nach. So, scheint mir aber nicht so zu sein. Oder? Sieht doch so aus, oder? Jo, hier geht es auf jeden Fall erstmal... Weiter nach unten. Ja, hier ist auch wieder so ein Dungeon drin. Okay, das heißt schon wieder ein Dungeon. Vielleicht finden wir ja hier drin was. Bin ja mal wirklich gespannt hier. Boah, Alter, wie weit das runtergeht hier. Der Hammer. Was haben wir hier? Ja, wieder Skelette. Okay. So, meine Lieben, wie geht's euch? Kommt mal her, ihr kriegt alle auf die Fresse. Warte, kurz Spawner abbauen. Ihr habt nichts gesehen. Da war gerade ein Spawner. So, dann hier wieder runter. Hallöchen, mein Lieber. Siehst du wieder dieser Raum? Der ist ja immer da. Ich höre hier Lava sogar. Hm, okay. Weg mit dem Rotz. Ah, okay. So ein Raum wieder. Na dann. Brauchen wir mal aus Sicherheitsgründen mal ganz kurz links und rechts was vorbei. Damit wir hier nicht sterben oder so. Man weiß ja nie. So vorsichtshalber, wie gesagt, nur. Falls mich hier mal was angreifen sollte, wenn ich auf dem Rückweg bin oder so. Bin ich Hänger in meinem Leben. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Einfach nur Deko oder was soll das sein? Gucken wir doch mal, wo wir da hinkommen, oder? Hier unten ist schon mal zumindest ein Raum. Achtung! Wir hier Kasala machen oder hier Kasala geben. Machen, tun, ist egal. Da ist das Ende. Was ist gut, Junge? Was haben wir hier? Haben wir wieder diesen Dingens, glaube ich, diesen Raum oder so. Ein Tresorraum. Zack. Was haben wir hier? Gunpowder, die Torch nehme ich wieder mit. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Mann. Menschstone. Einen armen alten Mann, der hier nur am Rumbauen ist. Der wird hier angegriffen. Das weg, das weg. Ist der Mann jetzt bald mal noch? Das auf jeden Fall auch weg. Halt mal, Smaller hinten. So, okay, dann
Dauer-Backpack mal eben. Den Ding-Scheiß hier rein. Weil gebt mir Gewalt auf den Zeiger dahin. Könnt ihr mal das Maul halten? Oh. Hier gefunden. Was denn? Uhr? Lol. Interessant. Könnt ihr mal das Maul halten? Ihr nervt, ihr kleinen Drecksäcke. Meine Güte. Was hackt hier? Mensch, Hardcore-Nerver hier, die Leute. Oh, was willst du denn noch? Mit dir. Ja, schwindet. Keiner will euch. Die lästigen Zombies. Die lästigen Zombies. Und die Plage, die Viecher. Oh, wo kommst du denn her? Waren ja schon Zombies von oben runter. Ich glaube, es hackt. Hier ist bestimmt schon wieder nichts. Nee. Sieht wohl nicht so aus. Bauen wir uns hier rüber. Hier wären wir dann wieder in der Etage. Was haben wir hier? Kommen wir hier raus? Ah, okay, da sind wir dann hier. Bauen wir uns mal gerade hier rüber. Wenn wir wieder nur in der auf der Ebene. Haben wir ja auch schon. Hab ich ja quasi eben angefangen. Gehen wir mal hier runter gerade. Aber ob wir hier unten schon waren, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Sonst wäre nämlich hier überall ausgeleuchtet. Ach, cool. Oh, mit. Kann man ja mal brauchen. Ah! Du Sau. Der Skelett. Was angegriffen hat gerade. Oh, ein richtiges Skelett. Ein nacktes Skelett. So. Alter, voll die Irrwege hier. Oh, ein Red Zombie. Alter, gibt der mir hart aufs Maul, ey. Kann aber nicht wahr sein. Oh, Alter, der ist echt hart gewesen, der Kerl. Krass. So. Boah, Alter, vor der Irrgard noch ein Rare Zombie. Alter Vater, ey. Das ist, glaube ich, mit Absicht so gebaut hier. Könnte ich wetten. Und, oh, wir sind schon längst über der Zeit. Ach, egal, wir überziehen heute ein bisschen. Ich mal gerade ganz kurz hier Sachen wegpacken. Es war klar, dass du kommen musstest, du Drecksack, ne? Blödes Vieh. Okay, so den Rest alles hier rein. Das. Das auch noch, das auch noch. So, dann reicht das. Ich kann mich jetzt hier einfach durch. Ist mir jetzt so blöde. Ich geh mir auf den Sack, ihr Viecher. Ich geh mir auf den Sack. Wo willst du hin? Ich bin hinter dir. Ja, spring alles in die Luft. Yes, danke sehr. Umso besser, dass mir die Arbeit erleichtert, im Arsch. Grrr. Halt's Maul. Reck. Einfach. Boah, ihr nervt mich aber mal ganz hart, ihr dummen Viecher. Kann es sein, dass es ein anderes Dungeon hier ist, wo ich gerade drin bin? Kann es sein, dass es noch ein Dungeon im Dungeon ist? So, gucken, was hier ist. Ah, da ist er doch, der Raum. Okay. Perfekt, das heißt, ich kann ihn dann gleich schön verzaubern. Ein Boss? Ich glaube, aber so ein bisschen. Kein Boss, das ist aber komisch. So, dann leuchten wir mal hier aus ein bisschen. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon, kümmere mich um dich. Ist ja auch gut. Fick dich mal ab. Blödes Vieh, du. So, wieder so. Oh! Mensch, ey, die sind aber auch wie so. Meine Güte, die sind so nervig, die Viecher. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Erzähl mir das mal. Drehst dich um, Zombie hinter dir. Drehst dich weg, noch ein Zombie hinter dir. Zum Kotzen. So, wieder zumachen hier. Gerade für mich sein hier. So, danke. Meine Güte, so, jetzt aber. Wir kombinieren wir einfach mal so, zack.
Gut, dann mal eben den ganzen Scheiß hier wegpacken, was wir hier nicht brauchen oder was wir schon haben. Wir sind doch Tatsache schon voll. Warte mal gerade. So, habe ich zwar ein bisschen mehr dadurch an Platz verbraucht, aber dafür habe ich schon mal angefangen, die ganzen Dinge aufzuteilen hier. So, die Scheiß brauche ich nicht. Was haben wir denn hier? Das. Was haben wir hier? Brauche ich nicht Crystal Bow? Brauche ich eigentlich auch nicht, aber nehmen wir mal mit. Wisst ihr was? Ich mache mal gerade ganz kurz den Sound einfach mal weg. Bin es gerade echt leid, diese blöden Zombies zu hören. Dann mache ich den mal gerade einfach mal weg. So, müssen wir halt mal gerade ganz kurz ohne Sound leben. Macht für euch eh keinen Unterschied, ihr hört eh Musik im Hintergrund. Von daher ist das dann auch egal. So, das weg. Was haben wir hier? Das alles mal raus. Soll ich die mitnehmen? Oh, Alter. Protection 4, Fire Protection 3 und Blast Protection 2. Alter Vater, ey. Das ist ja mal ein krasses Teil. Dafür, dass es das eine blöde Fellbrust ist, ist das Ding echt nicht schlecht. So, das. Alles mitnehmen. Habe ich, wofür ich eigentlich das Gunpowder mitnehme? Eigentlich brauche ich es nicht. Ohne Scheiß. Eigentlich brauche ich es ja nicht. So, das mal alles hier einpacken. Ja, wir sind voll quasi. Das dann geht da. Und fertig. So. Was haben wir jetzt hier noch drin? Da war Essen drin und der Helm hier. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Das. Das doofe ist, es fällt mir gerade nur ein, ich bräuchte ja eigentlich auch Obsidian, damit ich mir einen Verzauberungstisch bauen kann, denn das habe ich leider nicht. Ah, Mist, da habe ich gar nicht dran gedacht gerade. Ich bräuchte ja Obsidian. Ich müsste eigentlich irgendwo Lava finden und die dann fix abbauen. Das ist natürlich quasi ärgerlich, aber macht eigentlich auch nichts. Ich werde einfach die ein paar Bücherregale mitnehmen. Dann werde ich gucken, zur Not baue ich mir die dann nach. Das ist ärgerlich jetzt. Na, egal. Komm, ich baue einfach mal ein paar Bücherregale ab. Oder ich baue einfach das ganze Ding nochmal ab. Und sage einfach da mal, wir machen einfach mal Ende jetzt. Ich baue die ganzen Bücherregale eben noch fix ab. Offscreen. Und dann machen wir einfach dann weiter, wenn ich hier fertig bin. Und daher würde ich dann sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah, alter Vater. Ach, ich bin auf dem Schiff. Das ist sehr gut. Gut, dass hier ein Schiff ist. Alter, gib der mir hart aufs Maul hier. Ich glaube, es hackt. Weg sollst du. So. Mal gucken, was hier drin ist. Ach, nur Skelette. Ach, das sind diese scheiß Viecher, ne? Das ist zum Kotzen.